den Dialog zwischen Öffentlichkeit und den regionalen Künstlerinnen und Künstlern und ihren Werken ermöglichen. Gleichzeitig bietet die jährliche Ernte eine ausgezeichnete Gelegenheit, zu begründen, weshalb der Kanton Basel-Landschaft überhaupt zeitgenössische Kunst ankauft und warum diese Ankäufe direkt bei den Kunstschaffenden erfolgen. Dass ich mir aus der letztjährigen Ernte direkt ein Werk in mein Büro sichern konnte, hat mich zwar sehr gefreut, ist aber nicht das zentrale Motiv für unsere jährliche Kunstpräsentation. Unser Grundanliegen ist das gleiche wie vor 10 Jahren. Es geht darum, öffentlich transparent zu machen, in welcher Form der Ankaufskredit von 200.000 Franken im vergangenen Jahr verwendet, ich würde sagen, verwertet worden ist. Die Öffentlichkeit hat nach unserem Verständnis Anspruch darauf, auch über den Gegenwert dieser Steuerfranken Bescheid zu wissen.